neue Arbeitswoche beginnt sonnig und warm mit bis zu 24 Grad. Für die, die noch keinen Urlaub haben und allein die Stellung in der Arbeit halten müssen, dürfte das doch zumindest ein kleiner Trost sein. Zum Wochenstart gibt's gute Nachrichten von den Meteorologen. Regen ist nicht in Sicht. Zwar liegt das Risiko am Montagmorgen noch bei 40%, aber im Laufe des Tages nimmt es immer weiter ab. Dazu zeigt das Thermometer tagsüber bis zu 24 Grad und in der Nacht bis zu 17 Grad. Am Dienstag noch sonnig und trocken, dreht sich das Wetterkarussell ab Mittwoch wieder weiter. So wird's ab der Wochenmitte wieder nass, denn auch der Donnerstag beschert uns Regen. Die aktuell sehr wechselhafte Wetterlage könnte bei einigen zu Kopfschmerzen und erhöhtem Blutdruck führen. Gichtpatienten hingegen könnten weniger Beschwerden haben als sonst.